Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ganz zu Anfang möchte ich eines sagen. Es gibt eine Fraktion, wenn die hier vorne steht, ist erwartbar und verlässlich, dass Hass und Hetze im Parlament verbreitet wird, und das ist die Grüne Fraktion. Das Parlament ist die Herzkammer der Demokratie, und wir als AfD-Fraktion sind stolz darauf, als frei gewählte Abgeordnete in der Herzkammer der Demokratie die Interessen unserer Bürger zu vertreten. Ohne die Entschlossenheit unserer Sachsen hätte es 1989 möglicherweise keine friedliche Revolution gegeben. Und wenn es nach so manchem Vertreter der in Sachsen mitregierenden SPD und Grünen gegangen wäre, könnten wir hier und heute wohl weder von einem starken Freistaat noch von einem starken Parlament reden. Kurz bevor die Mauer fiel, bezeichnete Egon Bahr, SPD, das Reden über eine Wiedervereinigung als politische Umweltverschmutzung. Und Joschka Fischer, Grüne, forderte sogar, die Wiedervereinigung aus dem Grundgesetz zu streichen. Sehr geehrte Damen und Herren, Norbert Lammert, der ehemalige Präsident des Bundestages, sagte einmal, nicht die Regierung hält sich ein Parlament, sondern das Parlament bestimmt und kontrolliert die Regierung. Das heißt, das Parlament ist nicht irgendein Anhängsel, das den Entscheidungen der Regierung irgendeine politische und verfassungsrechtliche Legitimation geben soll. Es ist andersherum. Das Parlament ist die Kontrollinstanz. Und da frage ich mich zum Beispiel, warum eine 45-köpfige CDU-Fraktion bis jetzt nur 25 kleine Anfragen gestellt hat, während allein mein Kollege André Barth schon 477 kleine Anfragen gestellt hat. Was ist das für eine Kontrolle? Aufgabe des Parlaments ist es auch, Entscheidungsprozesse transparent zu machen, das heißt, den Einfluss von Lobbyisten und natürlich auch NGOs auf die Gesetzgebung sichtbar zu machen. Und letztendlich gilt es für das Parlament, Schattenhaushalte sollten auf ein Minimum reduziert werden. Was bleibt denn sonst übrig vom Königsrecht des Parlaments, wenn beispielsweise unter dem Stichwort Konjunkturbelebung ein Schulhausbau aus dem Corona-Fonds finanziert wird? Und auch wenn mittlerweile 80% aller Gesetze von der EU, die unter starken Demokratiedefiziten leidet, bestimmt wird, dann ist das nicht gerade eine Stärkung unserer Parlamente hier in Deutschland und in Sachsen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Parlament ist vor allem gesetzgebende Gewalt. Es ist nicht die verlängerte Werkbank der Regierung. Wohin ein solches Parlamentsverständnis führt, erleben wir aktuell in der Art und Weise, wie Bundes- und Landesregierungen mit der Corona-Krise umgehen. Auch in Sachsen zeigten CDU, SPD und Grüne deutlich ihre Missachtung des sächsischen Parlaments, und erst heute haben wir die ersten Initiativen in Richtung einer Parlamentsbeteiligung gehört. Ein starkes Parlament bedarf einer starken Opposition. Arthur Schopenhauer sagte es so: Skepsis ist, was die Opposition im Parlament ist. Sie ist ebenso wohltätig wie notwendig. Doch statt einer sachlichen Auseinandersetzung mit Vorschlägen der Opposition erleben wir hier regelmäßig eine ritualisierte Ablehnung mit fadenscheinigsten Begründungen. Sie, meine Damen und Herren von den Koalitionsparteien, aber auch die Linke, grenzen nicht nur die AfD aus. Nein, Sie grenzen 27,5% der sächsischen Wähler aus. Und wenn Sie sich gar nicht mehr zu behelfen wissen, dann werden Ideen der Opposition ganz einfach geklaut, etwas abgeändert und eine Zeit später in die parlamentarischen Abläufe eingebracht. Das mag für Sie langjährige, bewährte parlamentarische Praxis sein. Ich kann Ihnen aber sagen, der Mann auf der Straße hat dafür keinerlei Verständnis. Er erwartet, dass hier sachorientiert und lösungsorientiert entschieden wird. Und mit dem Selbstverständnis meiner Fraktion ist das auch nicht vereinbar. Wir stimmen in diesem Parlament allen Anträgen zu, egal ob die Initiativen aus der Regierung oder aus der Opposition von der Linken kommen, wenn wir davon überzeugt sind, dass sie sachlich richtig sind und dass die Sachsen nützen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Gustav Heinemann. Er sagte, der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Wir als AfD stehen als Vertreter der Bürger in der Pflicht, der Regierung auf die Finger zu klopfen, indem wir das ansprechen, was andere nicht sagen oder nicht hören wollen. Dafür wurden wir gewählt und dafür stehen wir. Vielen Dank.